So Leute und Leutinnen, denn ich spreche viel zu selten auch die weiblichen Geschöpfe an. Willkommen zurück zu God of War Ascension. Gehen wir hier durch die Tor. Das ist eine Mischung zwischen die Tür und das Tor. Die Tor. Genau wie der Kriegsgott Thor, der Kriegsgott. Nee, sondern egal. Aufzeichnung des Schreibers des Hekatonchiren. Orkus ist entkommen, hat vor, seine Mütter zu verraten. Er kam vor Tagesanbruch zu mir. Er sagte, vor den Augen des Orakels gibt es kein Entrinnen. Ihr blickt brennt voller Wahrheit. Und ich habe ihm nicht zugehört. Hey, hier sind jetzt auf... Hier war ich ja auch schon mal und hier sind jetzt auf neue Schriften. Wenn weder die Freuden des Fleisches noch der Ruhm dich zu uns zurückbringen, dann bleibt nur eines. Der Tod? Ich hab X gedrückt, ernsthaft. Are you kidding me? Are you F-U-C-K-I-N-G? Kidding me? Are you fuck? Ne, lass es mal lieber. Hey, die Notiz haben wir ja gar nicht gelesen. Ah, oh ja, interessant, gut. Kennen wir noch gar nicht die Notiz. Wenn weder die Freuden des Fleisches noch der Ruhm dich zu uns zurückbringen, dann bleibt nur eines. Aber die Attacke sieht auf jeden Fall cool aus hier, so mit so einem Vöglein. Vöglein, Vöglein an der Wand, sag mir, wer ist der schönste Vogel im ganzen Land? Hi, wie geht's? Na du? Hier hast du, was auch immer ich dir da reindrücke. Wie gefällt dir das? Du magst das? Oh, das gefällt mir auch. Oh, damit habe ich dein Herz gestohlen. Hihihihi. Und du hast es mir geschenkt. Dankeschön, ich glaube, er mag mich. Es macht nichts, dass du meines Sohnes Spielzeug besitzt. Es ist dein Herz, das dich verraten wird. Das war ja mal ein epischer Kampf. Kratos wusste, dass er nahe war. Nahe der Zeit, in der Illusionen keine Macht mehr über ihn hätten. Nahe dem Sieg über die Furien. Und endlich auch nahe der Freiheit, die er sich so ersehnte. Je früher wir an Delos vorbei sind, desto besser für uns. Es heißt, er sei verflucht. Könnten wir Delos nur südlich umsegeln. Es heißt, der große Archimedes habe diese Statue für Apollo erbaut. Warum halten wir an dieser verfluchten Insel? Erst fort. Verlassen wir diese Hölleninsel. Schnell, bevor der Fluch uns befällt! Seid doch nicht solche Feiglinge. Wir sind jetzt hier in Delos. An der Angelstelle. Stand da überhaupt Angelstelle? Ich hoffe mal. Aber was ich richtig kacke fand gerade, das mitten... Die Stelle kennt man auch aus der E3-Präsentation. Ja, was ich richtig kacke fand, ist, dass mitten in der Zwischensequenz so ein Ladeteil aufgetaucht ist. Das geht echt gar nicht, also... Finde ich nicht gut, muss ich mal sagen. Ist jetzt wirklich... Also... Ne, ich finde es ehrlich gesagt schon schlimm, also... Ist jetzt nicht so weltbewegend, aber... Ich finde, das sieht irgendwie so... nicht gut einfach aus. Es wirft ein schlechtes Bild, wenn mitten in der Ladesequenz halt einfach... nicht mitten in der Ladesequenz, sondern mitten in der Zwischensequenz so ein Ladebalken auftaucht. Machen wir ein bisschen weiter mit Donner. Das hat mir, glaube ich, relativ wenig. Feuer und die Seen des Hades hat mir definitiv am meisten bislang... Was war das denn für eine coole Combo?
Versuchen wir es nochmal. Moment, komm. Hier, 1-1 und... Ey, cool! Das wusste ich gar nicht, dass das so geht. Okay, versuchen wir mal Dreieck und dann das. Nee, okay. Geht nicht. Komm, mach nochmal. Ich will nochmal eine coole Kombo machen, aber geht irgendwie nicht. Und gut, wie dem auch sei. Wollte ich irgendwas sagen? Keine Ahnung, ob ich irgendwas sagen wollte. Auf jeden Fall. Wenn ich was sagen wollte, dann wisst ihr es jetzt, dass ich es sagen wollte. So. Geht weg! Ey, Moment, den habe ich viel zu wenig oft gemacht. Zack, zack. Und weg mit dir, weg mit dir, weg mit dir. Und hoch mit dir. Und weg mit dir, weg mit dir, weg mit dir. Sieht eigentlich ganz cool aus. So. Können wir uns jetzt um den da? Oder die da oder die Ida. Kennt ihr die Ida? Nicht die Aida, sondern die Ida. Hey, hast du mir was zu sagen, Freundchen? Ich dachte, ich bin jetzt ganz cool und kann ihn irgendwie so in die Ecke drängen und dann eliminieren bzw. kaputtisieren. Jetzt, Moment, klappt es jetzt sogar? Nein, klappt nicht ganz so, wie ich es wollte. Wow, der ist eigentlich ganz cool, muss ich mal sagen. Aber ich habe hier Magie des Todes bzw. Feuer des Ares. Booms! Okay, die Attacke macht wahrscheinlich zu einem sehr hohen Wahrscheinlichkeitsgrad nicht solche Geräusche. Aber wen juckt's? Ich will auf jeden Fall jetzt mal... Was? Ach, das, können wir das auch aufwerten? Größer Wirkungsbereich? Okay. Nee, wollen wir jetzt noch nicht. Sondern jetzt werfen wir mal die Seelen auf. Denn dann haben wir eine Magie, die wir einsetzen können. Da bin ich schon mal gespannt, wie die dann aussieht. Eieieiei, sind wir gut. Sind wir gut, meine lieben Freunde. So. Magie des Hades oder so. Yeah. Wie in irgendeiner Disco, voll cool. Da tanzen die Schwingbeine. Und so. Was laber ich da? Hallo, was ist los? Ich hab X gedrückt, rechtzeitig. Also mehr als rechtzeitig, was sollte das? Fand ich gerade nicht cool. So machen wir es halt nochmal, auch nicht so tragisch. Manchmal habe ich echt das Gefühl, also ich bin ja nicht blöd und ich würde ja auch zugeben, wenn ich irgendwas Falsches drücke. Aber manchmal habe ich echt das Gefühl, das Spiel wird irgendwie so ein bisschen, dass ich leide. Weil ich drücke echt die richtigen Knöpfe zur richtigen Zeit. Ist ja nicht so, dass ich zu spät drücke. Aber vielleicht bilde ich mir das auch nur ein, dass ich drücke und in Wirklichkeit habe ich in der Nase gepopelt oder so. Was weiß ich, kann ja alles passieren, während man so ein Spiel spielt. Verpiesel dich, du kleiner Hornochse. Obwohl ein Ochse ist es ja nicht. Zack. Hihihihi. Hey, das sieht cool aus. Bekommen wir dann einen kleinen Sperr, den wir uns sonst wo rein Hi, wie geht's euch heute so? Wie geht's euch so? Mir geht's gut und euch so? Ja, mir geht's auch gut. Danke der Nachfrage. Was will man uns damit wohl sagen? Sind wir hier etwa nicht erwünscht oder gar nicht willkommen? Das fände ich ja mal gar nicht gut. Da würde ich nicht mal meinen Hut vorziehen. So müssen wir wahrscheinlich hier, ja, ist irgendwie offensichtlich. Wie ein Ofen. Wie Beethoven. Bettofen, Bettofen, lalalala. Als Kind fand ich das voll witzig, dass Beethoven, wenn man es so ein bisschen anders ausspricht, dass es dann Bettofen heißt. Bettofen, Bettofen. Okay, ich weiß es. Ich glaube, ich finde das nicht so witzig. Witzig finde ich das auch nicht, aber witzig fand ich. Ah, ich muss wahrscheinlich jetzt weiter. Oh. Ups. Falsche Taste gedrückt. Okay, danst ihr hier ein bisschen herum. Hallo. Geht weg. Ich muss hier meine Arbeit vollführen. So, noch ein bisschen. Noch ein bisschen. Ah, okay. Jetzt kann ich es wahrscheinlich ganz zusammensetzen. Okay, die Rätsel bis jetzt sind relativ simpel. So,
mit diesem Wiederherstellen und Zerstörtisieren. Das ist nur Kaputtisieren, das ist Zerstörtisieren. Hat übrigens nicht mit Stottern zu tun. Hier haben wir ganz viele Pfeile. Und die werfen wir auf die Gegner. Das macht doch Spaß. Hey, wo sind die anderen Pfeile hin? Ich dachte, die sind extra hier, damit ich sie kaputt schießen kann mit den Pfeilen. Haha, was sagt ihr dazu? Oh, gar nichts. Sie hauen mich einfach. Mann, das finde ich fies. Das ist sowas von fies, junger Bursche. Obwohl, so jung sieht er gar nicht aus. Der sieht eher ein bisschen bockig aus. Hahaha, witzig. Wenn ein Geistbock ist, ist er gar nicht, aber egal. Ich sag's mal so. Ob Geistbock oder Ziege, für mich ist alles gleich. So, weg mit euch. Weg mit euch und weg mit euch. Ich finde die Attacke eigentlich ganz cool, wie setzt sich so wenig ein. Gut, machen wir die mal. Yay! Yay! Wieso greift er immer den an, der am weitesten weg ist? Gut, jetzt gar nicht. Okay. Egal. So, komm. Hihihi. Oh, der hat mich ziemlich gut niedergeschnetzt. Komm, greif an. Greif an, Mann. Ja, jetzt. Hallo? Ich dachte schon, was ist da los? Was ist da los, junger Mann? Komm, weg mit euch. Und weg mit euch, sehr schön. Sieht echt cool aus. Hey, ich will einen Speer, gib ihn mir. Gib mir meinen Speer. Dankeschön. Geht doch. So, hier hast du ihn, hier hast du ihn, hier hast du ihn, hier hast du ihn. Du bist ein Sperr? Moment. Hier hast du ihn, hier. Ah, oh, du bist doch ein. Hier hast du ihn, hier hast du ihn, hier hast du ihn, hier hast du die Sperre des Todes. Gib mir deinen Sperr. Ah, komm, gib ihn her. Sei nicht so, Mann. Gib ihn doch einfach her. Gib ihn doch her. Ja, jetzt. Ah, okay, da ist er, ja. Nein, dich wollte ich nicht packen. Okay, weg mit dir. Zack. Was du willst ihn wieder haben, hier hast du ihn. Was du willst ihn wieder haben, hier hast du den Sperr. Ja, dann habt ihr alle ein bisschen Sperr. Ist das nicht schön, wenn wir alle unsere Sperre teilen können? Gib mir deinen Sperr, Mann. Oh, ganz ehrlich. Ich hab keinen Bock mehr auf euch. Ja, ja. Lass mich doch mal meine Attacke ausführen. So. La 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 und schon tanzen sie herum wie die Böcke. So, Crunch-Test, wird mal wieder Zeit. Und ich will deinen Speer, Mann. Gib mir. Wisst ihr was? Ich will doch lieber ein Schwert. So, kompaktes Schwert, Mann. Okay, dann erstmal noch eine Magie einsetzen. So, jetzt seid ihr endlich still, ihr doofen, doofen Nüsse. Ich bin ein doofes Nüsschen, ja. Du bist ein doofes Nüsschen, ja. Doofes, 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 doofes Nüsschen, ja. Ich frage mich, wenn sich irgendjemand mein Video zum ersten Mal anschaut, was denkt er sich so? Das habe ich schon mal gefragt. Sicher so, was ist das für ein behindertes Kind? Ein Kind bin ich nicht mehr. Behindert, da kann man drüber streiten. Nee. Ich bin einfach ein bisschen doof, müsst ihr wissen. Also nicht wundern. Behindert bin ich, glaube ich, noch nicht. Zumindest nicht so, wie ihr es gerne hättet. Ja, Volker, wie bist du dann behindert? Ich verstehe das nicht, erklär das mal. Ja, ich verstehe so einiges nicht, aber mir erklärt es auch keiner. Zum Beispiel verstehe ich nicht, wieso so viele Leute einfach so... Lass mir das Thema, Hartz IV Empfang. Was rede ich da? Hartz IV Empfang. Hartz IV TV meine ich. So, weg mit dir, Mann. Geh kacken oder hol dir was reimt sich auf kacken? Objekt. Hol dir ein packen. Hä, what? Egal. It doesn't really matter if you know what I mean. Da ist ein Haken, da kann ich noch aufhängen. Das wäre witzig, wenn ich da sterben könnte. Sie sind tot, weil sie sich auf einen Haken aufgehängt haben. Tun sie nicht so, als ob sie SpongeBob wären, denn man kann auf den Haken nicht herumreiten und das ist übrigens auch kein Angelhaken, sondern ein anderer Haken. Ich dachte schon, dass es einen Haken an der Geschichte hat. Aha, witzig.
Wortspiele for the win. So. Hier können wir was machen, aber das heißt im nächsten Part. Also bis dahin, meine lieben Freunde, man sieht sich schönen Tag noch und Tschüss.